Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Agrarian Skies. Ja, ihr seht, ich habe Chicken und Feder im Inventar. Ich bin gerade hier hochgegangen, wollte schauen, wie weit ist das Gras. Und da ist ein Hühnchen gespawnt. Ich habe mich wahnsinnig drüber gefreut. Jetzt ist aber das kleine Mistding hier gleich mal auf mich losgegangen. Also die normalerweise harmlosen Mobs sind hier aggressiv. Was ich ziemlich harte Nummer finde. Ja, hier, ihr seht es ja an dem Schwein. Okay. Es hat sich selber vernichtet, indem es mich geschlagen hat. Okay. Die Kuh ist wahrscheinlich nicht besser drauf. Okay, 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 Bessie. Müll. Muss selber. Ja, es hat hier wunderbar funktioniert. Das Gras breitet sich hier drüben aus. Die ersten Mobs spawnen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, dann machen wir hier überall ein Gitterchen rein. So, du hier, du hier, du hier. Und dann spawnt das nächste Zeug hoffentlich hier drin und nicht mehr draußen und greift mich an. Muss ich mir jetzt was einfallen lassen, wie ich das dann mache. Ja, da war schon gut, dass wir hier drei Platz gelassen haben. So. Auf alle Fälle, ja, hier, das breitet sich aus, das ist gut, dann kann ich hier schon mal den Zaun setzen. Ah, hier warte ich, jawohl, warum warten? Nee, das war falsch rum, so. Du hier, hier muss noch ein bisschen gewartet werden. Da kann ich das Zeug mal wieder wegmachen. So, ich hoffe, die Fläche reicht wirklich aus, dass hier Tiere spawnen können. Und wenn wir das jetzt hier schon mal so haben, dann können wir uns eigentlich das Geschmarr hier in der Mitte auch schenken und einfach dahin dann Zeug machen, genau. Das kann hier... Ey, da kann was spawnen. Das ist nicht gut. Das finde ich jetzt doof. 1, 2. Das wäre genau die Mitte. Hilft nichts, müssen wir hässlich machen. Shit. 1, 2. Technisch gesehen müsste das hier hin, dann wieder 1, 2 frei. Und dann hier hin. Egal. Wurscht. Selbe, wenn wir dann wahrscheinlich da hinten brauchen, wenn das mal fertig ist. So, hier, das breitet sich schön aus. Ich weiß nicht, ob es sich hier ausbreitet, wenn die Fackel da ist, aber das ist jetzt mal egal. So. Okay, das mit dem Hühnchen war gar nicht mal so verkehrt, denn wir brauchen, um unser Buch zu machen, eine Feder. Oh, die schaut auch schon ziemlich kaputt aus. Ja, hat noch hinkaut, da könnten wir... Ich habe doch was gehört. Ja, da könnten wir uns auch mal eine neue machen. Ich habe hier noch ein bisschen umgeräumt nach hinten, aber das war jetzt nicht so spektakulär. So, wir haben auf jeden Fall rohes Fleisch und Leder und ja, alles, was das Herz begehrt, hätte ich jetzt fast gesagt. Schauen wir doch mal. Flint, Madhawk. Achso, das braucht... Was braucht die Madhawk? Stopp. Toolstation, Madhawk. Madhawk, Madhawk, Madhawk. Axe-Head, Shovel-Head, Handle. Ja, das kriegen wir hin. Ich habe hier die Formel mal auf die Seite geräumt. Ich mache hier mal einen Shovel-Head. Da könnte ich theoretisch gleich zwei machen. Und aus was für Material? Ja, ich würde vorschlagen Bronze. Bronze, Bronze, Bronze. Da, 1, 2, 3. Machen wir mal drei Stück rein. Das wird reichen, hoffe ich. So. Gut, dann könnten wir die eigentlich vernichten. So. Und das können wir auch mal hier rauspacken. Dann hauen wir hier lieber Toolrod rein. Und einen Axtkopf. So. Komm, schmilz schneller. Machen wir anders so rum. Erst die Axt.
Und dann schauen wir mal, was insgesamt noch überbleibt. So, dann die Schaufel. Okay. Und dann bleibt nicht mehr allzu viel über. Deswegen machen wir lieber noch zwei Tool Rods. Ich hoffe, es reicht für zwei. Yes. Und jetzt müsste der leer sein. Alles klar. Ja, eine Schaufel werde ich über kurz oder lang sowieso brauchen. Ich schmeiße mir jetzt noch ein Bronze in Gott hier rein. Dann mache ich noch eine Schaufel und eine zweite Tool Rod haben wir ja noch. So, dann machen wir das so und so und... Genau. Dann dich hier rein. Ja. Und dann bauen wir mal unsere erste vernünftige Madhawk. Einmal, zweimal und dreimal. Sehr schön. Dann kann die nämlich auch mal leveln, oder? Level die überhaupt? Ja. Ja, jetzt müssten wir eigentlich nur noch kurz warten. Ja, ist schon soweit. So. Dann lassen wir hier die Schaufel noch raus. Dann machen wir uns gleich eine Schaufel auch noch. Und dann haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was für unseren Werkzeugdings. Unsere Werkzeugkiste hätte ich jetzt fast gesagt. Unser Werkzeugregal, Schränkchen, wie auch immer. Die Schaufel brauchen wir auch erstmal. Was geht denn hier ab? Hey, warum funktionierst du nicht so, wie du sollst? Wollt ihr mich verarschen? Ah, okay. Die wollen mich verarschen. Ja, dann lassen wir halt nur die Shovel hier. Ich kann hier anscheinend nur ein paar größere und kleinere Gegenstände ineinander packen. Ah. Funktioniert. Ja, dann haben wir es halt so. Ne, so gefällt es mir nicht. Du dahin. Du. Ne, geht nicht. Die geht nur hier unten in die Ecke. Ja, so, so taugt mir das. Ein Schraubenschlüssel, den brauchen wir eigentlich auch mal erstmal nicht. Der kommt auch mal hier rein. Ja, dann was zu essen. Ich muss hier bloß mein Mikro mal ein bisschen mehr von machen. So. Ich hoffe, jetzt versteht man mich besser. Ja, das Ding hier, das kann eigentlich auch mal hier weg. Ich pflanze es irgendwo da hinten auch mal irgendwo mitten in den Weg zu dem anderen Zeug. Boah. Da, das steht doch hier gut. Jawohl. So, da bauen wir um und ja, vielleicht hat sich hier oben mittlerweile was getan. Ich hau jetzt mal das Zeug wie Fleisch und hier in die ja, Mobkiste, Farmkiste. Eine Feder noch rein und das. Und bevor wir das machen, wir könnten mal wieder ins Questbuch reinschauen. Da haben wir schon lange nichts mehr drin gemacht. So, Learn to Skyblock. Ja, den haben wir ja hier mal gemacht. Das habe ich noch gar nicht abgeholt. Water Infused Stone oder Reward Bag. Ich meine, da ist die Entscheidung klar. Dann Power Drive. Das ist was, da könnt... Dieses mit dem Mossy. Mossy Cobblestone is useful. Make Mossy Cobble requires a barrel of water sitting on Cobblestone and a lot of waiting. Ja, dieses eventuell ist so eine Sache, die... Die Kiste kann man mal wegmachen. Dieses eventuell könnte das passieren und das rauslecken und ja, irgendwie finde ich das gar nicht so toll, dieses eventuell. Aber gut, nee, Mist, jetzt habe ich dummerweise in einer der letzten Folgen die Holzfässer weggeschmissen. Deswegen machen wir uns jetzt halt einfach normale. So, Smooth Stone, mal hier ein bisschen ordnen. So, haben auch noch ein bisschen was. Wunderbar. Machen wir mal vier Stück. So. Blub, dann haben wir noch ein bisschen Smooth Stone auf Tasche. Den Eimer können wir hier mal reinschmeißen. Jo.
Die Stelle brauchen wir jetzt. Ich habe kein Cobblestone einstecken, sowas aber auch. Die Stelle hätte ich jetzt fast gesagt, brauchen wir jetzt derzeit eh nicht. Dann nehme ich mir mal ein Stack Cobble noch raus. Ah, die Reward Bag. Ich habe so eine Idee, die sammeln wir einfach mal. Ah, hier ist Deko-Shit drin. Ist da was? Da kann man den Scheiß hier mit reinschmeißen. Dann ist es aufgeräumt. So, hier, das ist die Lagerkiste. Da hätten wir hinten noch einiges. Ich hau dich jetzt mal hier mit rein. So. Dann. Questbook. Noch einmal kurz schauen. Mossy Cobblestone is useful. Bla bla bla. Making Mossy Cobble requires a barrel of water. Sitting on stone. Geht es mit Stone Barrels überhaupt? Ne, ich habe es glaube ich schon mal mit Oak Barrels probiert. Aber es müsste theoretisch, ja vom Prinzip her müsste das Minecraft-Logik sein, das müsste eigentlich passen. So. Da hinten haben wir die unendliche Wasserquelle. Wir machen es jetzt ganz einfach. 1, 2, 3. So. Was mache ich hier eigentlich? Egal, nee. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Vielleicht funktioniert es ja tatsächlich. Ja, es war sehr intelligent. Fangen wir halt hinten an. Dann müssen wir hier nicht zu weit laufen. So. Dann einmal noch hier. Und das letzte noch hier. Und dann hoffe ich, dass das irgendwie was wird. So, wir haben einen ganzen Haufen Äpfel. Die schmeißen wir mal alle in die... Ey, ich habe zwei leere Flaschen. Hallo? Und ein Leck? Hallo? Nein! Bitte kacke jetzt nicht ab! Auf Antwort des Programms warten. Ja, Leute, so wie es aussieht, ist gerade mein Minecraft abgeschmiert. Ich kriege hier, dass die Plattform SE Binary nicht reagiert, was jetzt sehr ärgerlich wäre, weil ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mein Safe hier hatte. Ich warte ein... Ne, hilft nichts. Bin gleich wieder da. So, Leute, da bin ich wieder. Ja, war Gott sei Dank nicht ganz so schlimm. Ich habe hinten die Barrels nochmal befüllen müssen. Habe jetzt auch im selben Zug hier hinten... Das kann ich euch kurz zeigen. Da war die Aufgabe noch nicht an. Die Aufnahme. Aber ich habe hier die Potion-Regale, diese Potion-Shelves ausgetauscht gegen Oak und das andere in die Kiste geworfen. Ja, als allernächstes würde ich mal sagen, ich sehe hier was auf der Karte, dass hier oben, ich vermute mal, dass das ein Schaf gespawnt ist. Schauen wir doch mal, ob es auch richtig gespawnt ist oder wieder irgendwo rumwuselt. So. Ja, natürlich wuseln sie hier hinten wieder rum. Das ist jetzt nicht so toll. So, das haben wir jetzt auf jeden Fall mal hier kurz eingesperrt. Ja, mehr selber. Das wäre jetzt natürlich ideal, wenn es ja ins Gitter reinlaufen wird. Und dasselbe machen wir jetzt mit dem hier. Oh nein! Kommt rein. Komm du auch. Ja, viel Schaden machen sie. Oh, die töten sich somit selber. Dann töte ich dich jetzt. So, was haben wir jetzt bekommen? Ja, Raw Mutton. Das wird Schafsfleisch sein auf Englisch. Vermute ich jetzt einfach mal. So. Gut. Dann machen wir das hier mal so. Dann wird wahrscheinlich nichts mehr spawnen, sonst wäre jetzt hier drin ja irgendwas gespawnt, aber das ist jetzt mal zweitrangig. So,
gut. Fackeln, haben wir noch Fackeln? Ja, ein paar haben wir noch. Da könnten wir auch mal wieder einen Schub machen. Erstmal F7 drücken, dass ich hier sehe, was abgeht. Und ja. Gut, mir gefällt es hier mit den Fackeln zwar überhaupt nicht so. Aber mei, man kann nicht alles haben. So, okay, gut. Ja, Buch. Wir wollten uns ums Buch kümmern. Dann testen wir doch mal, wie das mit dem Samen analysieren und so weiter funktioniert. Und ja, landwirtschaftstechnisch, da habe ich jetzt eigentlich noch keine Lust, mich so groß zu kümmern. Aber jetzt schauen wir einfach mal nach. So, wir haben Learning to Skyblock. Das ist hoffentlich in der Mache. Power Drive, die Dolls, Sifting Grass, ja. Nether Quest, ach, das ist die blöde Quest. Endstone kriegen wir mit dem Zeug. Ja, nee. Sky Farm. Machen wir mal mit der Sky Farm weiter. Und zwar dieses Agricultural Journal. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt. So. Ach, ich renne hier schon wieder. Ich sollte mal Zeug echt hier besser. Ja, Wolle haben wir jetzt toll. Kann ich die zu Fäden machen? Nee, geht nicht. So, jetzt schauen wir erst einmal. Agricultural Journal braucht. Ja, die Cropsticks haben wir, Samen haben wir auch. Book. Ink, Feder, Book. Book braucht zweimal Blank Pattern, Strings und dreimal Papier. Die Blank Pattern, die stibitze ich mir mal hier raus. So. Ja, der Rest müsste da vorne irgendwo sein. Einen Ink Sack. Einmal hier. Und Papier machen wir, glaube ich, aus dem Zeug. So, schauen wir nochmal. Na, die vier Cropsticks, haben wir die noch hier irgendwo? Ja. 1, 2, 3, 4. Wolle kommt mal zum Mob-Ding rein, genauso wie das Fleisch. So. Ja. Vier Arten von Samen. Palms Harvest Craft, Agri-Craft. Schauen wir mal, irgendwas wird da schon rauskommen. Ich hoffe, die funktionieren. Aber sollte, das ist ja alles Agri-Craft. Craft. So, das haben wir, das haben wir. Dann brauchen wir, das haben wir auch. Dreimal Papier noch. Ja. So. Dreimal Papier. Das ist schön, dass das jetzt so aufgeht. So, als allererstes das Buch. Dann das andere Buch. Ja, wir kommen der Sache näher. Und du noch? Nee. Ja, es funktioniert. Jetzt haben hier eine zu viel mitgenommen, aber da laufe ich jetzt noch zurück. Hey. Hey. So. Gut. Don. Pack mal die restlichen Sacken hier wieder rein. Quatsch. Kommst du rein? Eigentlich hier, ne? Ja. Ist jetzt auch anders, da braucht man mittlerweile Samen, um die anzupflanzen. Welcome to bla bla bla. Okay, das lese ich mir mal kurz durch. Was? 4 Sticks in der Crafting Grid? Crops. Ach so, ja. Okay, das lese ich mir mal in Ruhe durch. Ich würde sagen, ich mache mal erst die Quest zu Ende. Rewards, Potstool. Ja, was auch immer das Potstool ist. Dann, ach, so ein Stone Planter, den könnten wir schnell noch bauen.
So, Stone. Ja. Stone Planter. Na, gehen wir mal nur Planter rein. Planter. Ein Stone Planter braucht ja fast gar nichts. Ist ja lächerlich. Ein Ofen, eine Steinhacke und Smooth Stone. Ofen. Steinhacke? Wie war die? So? Nee. So. Steinhacke, sehr gut. Und Smooth Stone, dann können wir eigentlich schon den Stone Planter bauen. Na? Das mag er immer nicht. Das macht er, glaube ich, nur bei den anderen Werkbänken. Flup, Stone Planter, den habe ich gleich hier unten drauf, dass wir ihn wieder vernichten können. Ein Stone Upgrade, yeah, toll. New Crops. To get new species of crops, you will need to mutate common crops through crossbreeding. Und halt Soil Sand, Mycelium Pot Soil, bla bla bla. Till Soil using a Mattock. To crossbreed, we need to plant one species on crop sticks. Leave the empty block suitable for the type of crop you are. Wo war ich denn jetzt? And then plant other crop and crop sticks on the other side of your mutation. Okay, gut, also, wir brauchen, ach, der komische Stone Planter, den brauchen wir nicht. Und das komische Stone Upgrade, das brauchen wir auch nicht. Weg mit euch. So, wir brauchen als allererstes mal Platz für das Potstool. Ja, das kommt jetzt mal hier in die Kiste mit rein. Ist jetzt egal. Dann muss das Zeug, der Reward Bag, den hau ich mal raus. Sticks haben wir. Ne, Ding haben wir auch. Ne, Watering Can. Ich hatte irgendwo ne Watering Can. Allerdings könnte das sein, dass ich die mal im Eifer des Gefechts irgendwo hingefeuert habe. Ne, die ist da hinten noch drin, oder? Ja, da ist sie. Die brauchen wir auch noch. Dann das Zeug nehmen wir auch mal mit. Jetzt bin ich gespannt, ob ich die hier einfach so im Wasser... Okay, anscheinend funktioniert das jetzt so. Es wird schon wieder dunkel, deswegen würde ich ganz gern vorher nochmal schlafen gehen. Die gehen ganz einfach so, okay. Ja, ein paar mehr brauchen wir. Machen wir mal so. So, wenn die Sonne den Horizont berührt, dann können wir schlafen gehen. Und ja, dann schauen wir doch mal, was wir hier alles mit nach oben nehmen. Ich würde mal vorschlagen... Ja, machen wir mal vernünftige Potatoes. Und damit es funktioniert, möchte ich auch ganz gern diesen Seed Analyzer mal probieren. Ist das alles das gleiche? Ja, ist es. So, 5x5 hat so ein Feld, minus 1, so, 24, 23, 22. Lasse ich die 22 hier noch durchlaufen? Und vielleicht können wir ja Karotten mit irgendwie Dingern kreuzen. Ich habe keine Ahnung. So, 24 von denen noch. Und die normalen Seeds, die könnten wir eigentlich auch mal durchlaufen lassen. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin ja eh gespannt. So, dann die Carrot Seeds noch durchlaufen lassen. Stopp! Ich sollte das hier vielleicht vorher reinhauen. Ja, das war nix. Okay, nochmal ein Versuch. Ich nehme jetzt aber jeweils bloß einen Samen mit. Ob sich da was verändert. So, eins von dir und eins von dir.
Pumpkin Seeds, naja, brauchen wir jetzt erstmal nicht. So. Discovered Seeds. Ich hau jetzt mal hier ein Potato Seed rein. Ching. Carrot Seed. Ching. So. Und die anderen Seeds hau ich auch noch rein. Da müsst ihr jetzt drei haben. Sehr schön. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier geleistet haben. Ah, Carrot Seeds. Sehr gut. Tier 1, Tier 2, Tier 3. Oh, das ist schön. Das Buch, das gefällt mir. Okay, gut. Packen wir es wieder rein. Was kann man hier reinhauen? Ach, hier kann man es lesen. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Samen einstecken. Die zwei können wir mal vernichten. So, dann, ja, einen Stock höher. Aber das sehen wir schon in der nächsten Folge. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Tiere könnten wir auch mal machen. Und ja, es gibt viel zu tun. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.